Ja, hi meine lieben Freunde und seid zurück zu Fallout 4 mit dem Next-Gen-Update hier in New Carworld. Ich habe hier zwei Würmchen ohne euch erledigt, also die Blutwurmlarven. Nick ist dabei, der trinkt erstmal einen Schluck Whisky, um das alles zu verdauen. Oder wohl eher Öl, nehme ich an. Oder WD-40, das hilft immer. So, ich will hier weitergehen zum Drylock Gulch. Und da waren wir das letzte Mal schon. Da haben wir aber noch nicht alles entdeckt. Oh! Da kommen die gleich wieder, die alten Schlingel. Ja, weg mit dir. Oh. Oh, die lebt noch. Legendäre leuchtende Blutwurmlarve. Ih! Du Ekelvieh! Aber geil, sie verhilft mir zu einem richtig schönen neuen Level-Up. Potzblitz, ein giftiger Blutwurm. Mmh, lecker. Abgehärtet, handgefertigt. Was ist das denn? Abgehärtet, handgefertigt Gewehr. Das ist ja schön. Das ist ja wunderschön. Plus 150 Schadensresistenz beim Nachladen. Geil. Ja, die können wir uns ja mal zurecht kredenzen. So, ich habe ein paar kleine, feine neue Mods installiert. Nicht viele, aber nur um euch das wenigstens mal nicht vorzuenthalten. Ist ja klar, das machen wir ja nicht. Hier wird alles auf den Tisch gebackt. Alle Karten. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt im Part 173. Mega geil, das ist hervorragend von euch. So, ich habe jetzt hier mal das Simple Green wieder reingemacht, weil mir das immer sehr gut gefallen hat. Und in Kombination mit, was war das? Simple Yellow, glaube ich. Ja genau, Simple Green, Simple Yellow, das ist jetzt praktisch auch in New Carworld und auch in anderen Gegenden vertreten, dass ja, diese schöne, leichte, grüne Übermannung des Ödlands, und das finde ich irgendwie ganz geil. Ich habe mir hier noch runtergeladen Nuclear Autumn Commonwealth, das hatte ich mal kurz an, das ist auch mega geil, aber irgendwie funktioniert da meine Mod nicht mehr, dass der Nebel weg ist, weil ich mag das immer nicht, wenn das alles so milchig aussieht. Aber ich werde die bestimmt auch mal anmachen. Ja, dann hatte ich noch mein, natürlich mein wunderschönes Vorkriegsgras ist auch noch aktiviert. Und was hatte ich noch? Ich habe die Flashlight wieder rausgenommen, habe jetzt das andere Pip-Boy-Licht genommen, weil mir das einfach besser gefällt. Und was war es noch? Was war es noch, meine Freunde? Ich weiß es ja nicht, wa? Ja, hier ist das Pip-Boy Light Overhaul. Das finde ich halt nochmal geiler. Weil bei der Taschenlampe, wenn man jetzt in der Nacht zum Beispiel rumläuft, dann ist die Waffe halt komplett schwarz. Die wird wahrscheinlich realistischerweise nicht extrem doll angestrahlt. Das stimmt schon. Aber ich finde es irgendwie geil, wenn man dann die Waffe auch richtig sieht und die nicht nur so ein schwarzer Schatten ist. Die Mod ist eigentlich auch geil, die behebt alles Gras, was irgendwie aus den Straßen und irgendwelchen Ecken so durchklippt und da eigentlich gar nicht richtig reinpasst. Aber die hatte ich ein paar Mal an und dann ist das Spiel nicht mehr so gut gelaufen. Also ich hoffe, es läuft jetzt alles. Ja, ansonsten alles beim Alten. Ich habe hier nochmal alles ein bisschen neu geordnet. Ich kann das für euch einmal kurz schnell durchgehen, dass ihr mal so ein Load Ordner-Ding habt, dass das passt, weil so funktioniert es bei mir alles recht gut. Das sollte richtig sein, wenn ihr jetzt den inoffiziellen Patch runtergeladen habt, der kommt ganz nach oben, das ist ganz wichtig. Aber ansonsten ist das die richtige Reihenfolge von Mods, wie man sie ja, einfach aktivieren sollte. Außer es steht in bestimmten Mods was anderes, wie hier zum Beispiel, eigentlich hätte ich das in die Mitte irgendwo gemacht, zu den ganzen Visual Mods, das Sunlight Alignment Tweak, aber da steht drin, bitte so weit runter wie möglich und das habe ich getan. So, jetzt aber los, Schluss mit den Schnacken, Kopf in Nacken.
So, hier haben wir unsere geilen Basie. Ich grüße dich. So, ich brauche ja noch ein Passwort. Und dann können wir ja auch den Safe knacken. Je nachdem, was hier alles noch so auf uns wartet. Ich habe ja so ein bisschen Angst. So, gibt es hier drinnen was? Nee, sieht nicht so aus. Eichhörnchen am Stiel. Der Schädel. Den hat es komplett wegrasiert. Oh. Nick, was ist los? Sei ruhig. Hey, hast du was auf dem Herzen? Hey, Valentine. Hey, Nick, alles gut. Was will ich tun? Ja, na klar, wie sieht's aus zwischen uns? Ist zwischen uns alles in Ordnung? Ich möchte ja nicht zu sehr darauf herumreiten, aber du bist der beste Partner, den ich je hatte. Ich bin echt glücklich. Jeha, Partner, geil. Was meinst du? Allein zu reisen ist nicht mehr so attraktiv wie früher. Was meinst du? Es wartet immer der nächste Fall. Auf jeden Fall. Ich würde nur fragen, wie es deiner Meinung nach zwischen uns läuft. An deiner Seite im Namen des Guten unterwegs? Mir geht es so gut wie ein Zünd, der sich nur wünschen kann. Jawohl. Hat er nicht wieder ein bisschen meine Seele gestreichelt? Dankeschön dafür. Danke nochmal fürs Einfärschen, Deputy. Ah genau, da habe ich ja die Giddy-Up Buttercups eingefärscht. Und hier waren wir noch nicht drin. Hier ist der Saloon, Leute. Howdy, Partner! Oh, der fällt ja gar nicht um. Machen wir es halt so. Macht euch doch weg hier. Ah, da ist noch einer drin. Cool. So, eine Jukebox. Lege ich mal was Schönes auf hier. Ah, sieht schon geil aus, Leute. Ich hoffe, es stürzt uns nicht ab, aber die Wettermods konflikten jetzt auch nicht miteinander. In Nukatown, USA vor. Und sie erhalten eine Nuka-Pommes zum halben Preis. Wunderbar. So, der Nuka-Mixer. Kann man da eine neue kredenzen? Sieht nicht so aus. Nein, leider nein. Du siehst ganz schön durstig aus. Weißt du, was da hilft? Eine Flasche Nuka-Cola Wild. Das ist Malzgeschmack mit Biss. Gastfreundschaft wird in Dry Rock Gulch großgeschrieben. Daher möchte ich, dass du dich um die Bar kümmerst. Du musst 3 Getränkebestellungen ausliefern. Eine im Obergeschoss, die anderen beiden in der Stadt. Bist du dabei? Nuka-Cola verkündet mit Stolz die große Wiedereröffnung unserer Weltkrieg. Getränkelieferung. Aber hallo, grüßt Prospektor Hohl mit Trixie und Handy Hank von mir. Ist das geil. Da müssen wir mal gucken, ob wir die alle dabei haben, die Getränke. Ein paar haben wir uns ja schon kredenzt über die letzte Zeit. So, Gleisbolzen, Patrone, was ist das? Dock Phosphates Attraktionsterminal, okay. Anfragen, Dienstplanmitteilung. Alle Anfragen werden täglich von der Geschäftsleitung überprüft. Snacks. Anfrage von Winnie. Wir brauchen hier dringend was zu essen. Der Saloon ist sehr beliebt, aber Nuka-Cola Dark verkauft sich besser als Nuka-Cola Wild. Und die Leute hier können sehr unangenehm werden. Sven lässt sich nicht zu, dass wir sie nicht länger bedienen. Er sieht nur das Geld, das sich hier verdienen lässt. Wir brauchen etwas, um den Alkoholkonsum abzufedern. Auch wenn es überteuerte kleine Kuchen als Snacks sind. Hahaha, das ist geil. So Leute, ich musste noch mal was einstellen, was Kleines, aber die Getränkelieferung geht voran. So, lebte noch jemand? Es warten noch immer 14 Kinder auf Abholung, die im Funhaus gefunden wurden. Sie können sie am Eingang zum Kitty Kingdom in Empfang nehmen. Na, ihr muss ich bestimmt was liefern, oder? Der Henriette.
Aber die lebt nicht mehr, oder hier? Ach nee. Oh mein Gott, Leute. Schwarzer Prospektorenhut nehmen wir mit. Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die ersten 10 Besucher der Barry der Bär Show einen Plüschberry geschenkt bekommen. So, Nuka Cola Wild haben wir geliefert. Das ging klar. Wer will noch was? Der Kollege? Oh. Solange du das Zeug trägst. Aber was hat er denn gesagt? In der Stadt noch 2 Getränkelieferungen. Da! Ah! Da sind sie ja wieder. Ich dachte, man könnte sich doch noch. Ah, Mist. Wo? Ihh, du Ekel. Das war wohl der letzte. Achtung, eine Durchsage. So, Nick macht das schon. Oh, der Schläger, ist das geil, wie blutig der ist. Aber kommt hier immer wieder die Ekelviecher? Oh, was ist das denn? Ameisen! Viele Ameisen. Da ist er, der schnellste Schütze des Westens. Grüße dich. So, wo? Nee, hier immer noch nicht. Ach, das ist ja ein geiles Outfit. Ah. Das Outfit nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Das sieht ja echt lustig aus. Hier geht's nicht rein. Wo ist denn unsere Getränkelieferung hier? Ja, schon wo? Muss es doch sein. Oder muss ich ganz wahr? Ach, Quatsch. Nee, nee, das ist es nicht, Leute. Ich sollte das mal markieren. Karawanennotsignal, ah, nee, das wollten wir noch nicht machen. Ich wollte erstmal hier weitermachen. Gerne in Nuka World, damit ich das alles so im Blick behalte. Und danach machen wir natürlich auch die Next-Gen-Kleinigkeiten. Das sind ja wirklich nur Kleinigkeiten. Hi nun, serviere die Getränke. Ah, okay, hier hin. Oh, Leute. Die Sonne geht auf. Oh, das sieht stark aus. Na, hier ist es. Sehr schön. So, noch eine Nuka Cola Wild. Und hier noch einer. Bitteschön. Oh, ist das geil, Leute. Sonnenaufgang. Gut gemacht. Hat der alte Prospektor Owen dir zur Belohnung eine seiner Lügengeschichten erzählt? Und was war mit Miss Trixie und Handy Hank? Hast du mit ihnen gesprochen? Du hast schon länger nicht mehr mit ihnen gesprochen. Oder? Warum sollte ich? Es stehen doch immer gute Leute wie du bereit, um ihnen ihre Drinks zu bringen. Und? Haben Owen, Trixie und Hank ein paar tolle Geschichten erzählt? Ja, die sind leider alle tot, mein Freund. Das ist schon zu lange her. Die sind leider alle tot. Von denen sind nur noch Skelette übrig. Oh, das ist nicht gut. Nuka Cola möchte sich dafür entschuldigen, dass dieser Teil des Dry Rock Gulch-Erlebnisses nicht unseren Standards entsprach. Seien Sie versichert, dass Ihre Beschwerde an die Personal- und Wartungsabteilungen weitergeleitet wird. Also, nimm doch einfach diesen Teil der Tresorkombination und besuch unsere anderen großartigen Aktivitäten. Und hey, nimm doch noch ein paar Flaschen Nuka Cola Wild mit, wenn du gehst. Mit Empfehlung von Nuka Cola. Oh, geil! Jetzt haben wir noch mal 6-mal Nuka Cola Wild bekommen. Nuka Cola verkündet mit Stolz. Und Nick Damage erstmal volle Bude. Kommen in die Ecke. Corkys Café und probieren Sie unsere neueste umwerfende Geschmacksrichtung. So.
Wie sieht's denn jetzt aus? Ach so, ich wollte mal in die Settings gehen. Gameplay, Steuerung, Audio. Da kann ich jetzt noch ein bisschen mehr von dieser... Ach, das ist wieder laut eingestellt. Diese Ambience hier. So, Stimme. Wollte ich ein bisschen lauter, Musik noch ein wenig leiser. So. Ich denke, das könnte funktionieren. Schauen wir mal. So, speichert schön. Sehr gut. Oh, sieht das. Leute, ja, wir haben das letzte Mal hier ja gesehen. Da war es noch nicht das Next-Gen-Update. Jetzt guckt euch das so mal an. Das sieht ja fantastisch aus. Oh, ich hasse diese ekligen Würmer. Die erschrecken mich jedes Mal. Oh. Oh mein Gott. Legendärer Stechflüger, nein! Nichts. Ihr seid das Schlimmste überhaupt! Oh. Die sehen aber geil aus, Leute! Und die vergiften uns! Schädel abgeschossen! Okay, von der Waffe haben wir nicht ganz so viel, aber im Nahkampf hier... Da können wir uns nicht so viel verfehlen, wenn wir unser Schrotgewehr nehmen, oder? Doch! Ach geil, das sind Libellen! Oh, sind die stark! Das sind wirklich Libellen, Leute. Boah! Nick, die glüht! Was hast du gemacht? Nee, die ist voller Spratze, oder was? Nee, die glüht. Da macht alles nieder hier. Ihhh! Leute! Kann ich die zerstören, die Nester hier? Anscheinend nicht. Und da kriechen die raus, oder was? Und legen ihre Eier rein und dann kriechen die... Ach, da guck mal, da ist noch ein Giddy Buttercup. Das nehme ich mit, Nick, weil ich habe ja zwei von meinen Entbehren müssen, um natürlich, ja, die ins Gehege zu färchen. Faultierspitze. Oh, da ist noch eine Nuka-Cola Wild. Geil. So, was stand denn jetzt eigentlich? Hainun und holte den Schlüssel zu Matt Mulligans Mine. Ich habe die Kombination für den Safe. Jetzt muss ich ihn nur noch öffnen und den Schlüssel zu Matt Mulligans Mine rausholen. Ja, das machen wir dann natürlich. Das ist ja klar. Oh, was ist denn mit dir passiert? Oh, Winfried! Nee, das ist Helmut. Und wo ist Winfried? Oh. So. Da ist natürlich Dementi. So. Aber wo ist der kleine Josef hin? Nicht mehr da. Den haben sich die Würmchen geholt. Oder die Ghule. Enter here. Genau. Da müssen wir dann hin. Da waren wir ja ganz am Anfang, aber mir aber gefällt hier das Ding nicht. Ja. Keine Sorge, die Brillen sind an allen Souvenirständen im Park erhältlich. Oh. Und ich bedanke mich natürlich bei euch, meine lieben Freunde, für diese netten Sachen, die ihr schreibt, die netten Kommentare. Es haben ja auch Leute geschrieben, die mir geschrieben haben, gesagt haben, auch cool, dass endlich mal jemand was für die PS5 mit den Mods macht. Deswegen dachte ich mir, das ist doch geil von euch, Leute, dass ihr mir da geschrieben habt. Wunderbar. Ich habe mir das natürlich so zurechtgelegt und dachte, ja... So will ich euch das zeigen. So passt das für mich zusammen. So, aber ich will nochmal schnell hier runter. Kommen wir gar nicht lang. Da war doch noch irgendwas dahinter. Das habe ich doch gesehen. Oder müssen wir da irgendwo kriechen? Kommen wir dann da rein? Okay, das ist wohl eine Art Glitch. Auch ein geiles Outfit.
So, aber das war's. Jetzt ab zum Safe. So, genau, hier waren die Scheißhäuser. Ja, da ist natürlich jetzt noch der Christoph, der da sitzt. Hier drinnen war's. So. Schlüssel, ja. Ja, damit. Weiter geht's. Mir wurde gesagt, dass meine Detektei Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Na klar, solange das hilft, mehr zu verkaufen, ist das genau das Richtige. Oh. Ich höre euch. Oh, Leute, sieht das geil aus mit dem Red Storm. Nein! Nick! Nicht immer zu mir! Jetzt weiß ich, warum man NPCs keine Granaten geben sollte. Der wirft damit um sich. Ich glaube, ich habe den ja. Ach, keine Ahnung, 100 Granaten oder was weiß ich, wie viel ich denen gegeben habe. Irgendwann sind sie ja auch alle. Oh, ist das geil. Ist das geil, Leute. Oh, guckt euch mal diese Strahlen an. Ich finde das so geil. Das sieht so gut aus. Wunderbarski. Es ist einfach eine Augenweide. King Colas Court. Tickets für alle Vorstellungen sind jetzt an der Giddy Kingdom Hauptgasse erhältlich. So, das Wetter klart aber wieder auf. Zum Glück. Hä, was lag hier? Ah. Hatten wir schon. Können wir hier noch auf irgendwas schießen? Hallo, ich hätte gerne mal bitte ein Ticket, Fräulein Maulwurf. Oh nein. Jetzt guckt sie mich gleich ganz böse an. Ich sehe es schon. Ja, da gehe ich lieber. Na dann, hinein! Liebe Eltern, wenn Sie... Das ist geil. Matt Mulligans Mine. Sie nannten es eine Mine. Okay. Hier drin kracht der Bass. So, das Outfit haben wir jetzt ja nun schon. Festgekettet. Okay, da kommen wir wahrscheinlich wieder raus. Hey, das ist mir. Und nicht dir. So viele Leichen hier, aber macht auch Sinn. In so einem Freizeitpark. Howdy, Partner. Diese Mine ist zu klein für uns beide. Oh, was? Terry Tanaka, Matt Mulligans Mitarbeiterschlüssel. Aber das sieht noch so frisch aus. Leute, warum ist er tot? Irgendwas Nützliches. Oh geil, der Hall sogar vom Nick. Terrys Aufzeichnung. Vielleicht doch ein bisschen zu laut. Der Hall. So. Terrys Aufzeichnung. Müssen wir uns gleich mal durchlesen. Western Revolver hat man schon. Prospektoren, verstellbare Schraubenschlüssel. Ja gut, das ist alles I.O. Geil, Leute. Geil, geil, geil. Sowas gefällt mir ja wieder. Eine kleine Geschichte dahinter. Terry. Wo ist der Terry hin? Ach, Hilfsmittel. Ja, wir haben mittlerweile richtig viel gesammelt. Über die Zeit. Jetzt kommt's doch irgendwo. Hä? Da, Terrys Aufzeichnung. Zeige ihm das Zeugnis. Wir lassen nicht zu, dass diese verdammten Raider den Park übernehmen. Drylock Gulch ist am besten zu verteidigen. Dort werden wir in Stellung gehen. Hm.
geklappt, Harry. Das hat nicht geklappt. So, und dann muss ich natürlich auch noch mal Beweglichkeit, Wahrnehmung, Stärke, Charisma. Ich hätte gerne eigentlich Tierfreund, lokaler Anführer. Als Anführer kannst du zwischen deinen Werkstattsiedlungen Versorgungsrouten einrichten. Ja, geil, aber mache ich ja nicht. Partyhengst, du weißt, wie man Party macht und wirst niemals alkoholabhängig. Auch geil, wenn es das in echt gäbe, oder? Einfach jeden unter den Tisch saufen. Kleine Wetten abschließen, immer mal so 10 Euro, mal 15 Euro. Mal in eine Kneipe gehen und mal richtig schön auf 100 Euro und 1000 Euro wetten. Und dann fühlt man sich wie Legolas. Ich spüre ein Kribbeln in den Fingern. So, Ödlandflüsterer. Meistere die postapokalyptische Welt. Ziele mit deiner Waffe auf den Ödland-Kreatur mit einem niedrigen Level und erhalte eine Chance, sie zu beruhigen. Ja, das macht Sinn, aber... Nee, das will ich nicht machen. Ich hatte doch im letzten Part noch irgendwas, wo ich gesagt habe, Mensch, das muss ich unbedingt noch machen. Ach ja, Revolverheld, genau, damit ich den einfach geiler machen kann. Das würde ich nämlich gerne machen. Wo ist er denn, der Revolver? Haben wir den hier irgendwo? Ich sehe ihn noch nicht. Ah, da. Zack. 60% mehr Schaden und habe meine nochmal größere Reichweite. Geil. Na, ich hoffe, ich kann das dann auch irgendwann jetzt machen. Das wäre natürlich mega. Oh, geil. Da kommt Wasser rein. Oh, die sind ja... Oh, die sind ja unten alle elendig verreckt, Leute. Richtig elendig. Und das war ja gerade richtig laut. Ja, ich muss mit der Mod noch ein bisschen rumexperimentieren, aber ich finde die ganz geil mit diesem Hall. Da ist der! Voll Nick hat wohl keine Muni mehr, da schlägt er noch mit seiner Minigun. Oh, ist das ein zerpflückter Yagui? Yagaui oder wie auch immer? Nee. Das ist ein... Das ist, glaube ich, irgendwie ein Ochse oder sowas. Bratpfanne nehmen wir mit, da können wir uns verteidigen mit. Ein paar Schlafsäcke, jawohl. So, ich mache das jetzt noch mal ein bisschen leiser, Leute. Ist mir immer noch ein bisschen zu laut. Aber es liegt vielleicht auch an den Kopfhörern. Mitarbeiterschlüssel. Rein damit. Oh, da sind sie ja. Die Kollegen. So, Ruhe damit. Wie kommen die denn hier rein? Oder sind die einfach nicht mehr rausgekommen? Habt ihr euch durch Beton durchgebohrt oder was? Sehe ich das richtig? Hahaha. Oh, oh, oh. Aufpasse. Aber so. Geschafft. Super. Kleber. Die brauchen wir nicht. Schlosser haben wir, nehmen wir mit. Elektromagnetische Kartusche, gerne. Oh, geil. Raketenwerfer. Raketen können wir gebrauchen. Stimpaks immer gern. Ja, das war's, wa? Oh, wie schön das alles aussieht jetzt. Bei diesem alten, wunderschönen Spiel. Manchmal kann ich es gar nicht glauben, dass es schon so alt ist. So, da wird es auch noch hochgehen, aber wir gehen den langen Weg. So, wo seid ihr? Da! Haha! Die Blutwurmkönigin! Oh mein Gott! Wenn man
man vom Teufel spricht. Meine Güte. Ja. Du Ekelvieh. Ich glaube, wir sind nicht allein. Vernichte die Quelle der Blutwürmer. Die Quelle haben wir besiegt, aber sind wahrscheinlich noch nicht alle tot, oder? Eine kleine Larve. Dich kann ich an der Angel hängen, mein Freund. Oh, Leute, die war ekelhaft. Die Blutwurmlarve war in dem Ochsen drin. Jetzt habe ich richtig Gänsehaut, weil ich das ziemlich eklig gerade finde. Und es hat ihn komplett zerspritzelt. Ihr seid ja ekliger als Herpes. Aber euer Fleisch nehme ich trotzdem mit. Kochstation. So kann man aus denen auch was Leckeres machen. Gator-Clown-Steak. Komm, wir machen mal hier, da können wir gleich ein bisschen XP kriegen. Schön viel Essen kredenzen. Oh, wie viele Gator-Clown ich getötet habe. 3469. So, Gazellen sind es nicht ganz so viele. Ameisen auch nicht. Auch Blutwürmer haben wir jetzt auch schon ein paar. Ja. Ja, so gehen die XP auch nach oben. Kann man schon mal so festhalten, oder? Oh, hier, Mirror Orc. Aber kann man nicht auch die Eier von denen? Nee. Nee, die kann man nicht sammeln. Mirror Orc Ei, das würde ich wahrscheinlich sogar essen, wenn es noch nicht so weit fortgeschritten wäre. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das schmeckt. Leckerer Maulwurfsrattenhappen. Da ist es doch. Na klar, ein Mirror-Orc-Eier-Omelett. Das ist doch eine feine Sache, oder? Ja, das finde ich gut. Mutantenhundkeule, das würde ich nicht unbedingt essen. Rattensteak. Klar, Skorpion-Eier würde ich auch mir reinledern. Da ich ja Skorpion bin, also in echt, macht mir das gar nichts. Ich habe lange kein Essen mehr gemacht, stelle ich gerade fest. Todeskrallenfleisch, Leute, haben aber auch ganz schön viele besiegt. Oh, und die geben richtig gut XP. Boah! Geil! Yaugui! Ich krieg's echt nicht auf die Reihe heute. Schönes Rippchen, so, das war's. Getränke mache ich jetzt nicht mehr. Es ist genug Essen für die nächsten 200 Tage. Damit kann ich das ganze Nuka Cola, den ganzen Freizeitpark kann ich damit versorgen, wenn ich das möchte. Ja, habe ich ja schon, Nick. Hab ich ja schon. Oh nein, hier sind überall noch welche drin. Wenn ich da so drauf schieße. Ach, ihr seid einfach. Ihr seid doch eklig. Ich liebe diese Waffe. Ja. Nein. Oh, ein Hartgeballer hier unten. So. Alle fertig gemacht. Geil, geil, geil. Neue Sachen. Tischventilator. Nach denen habe ich gesucht, Leute. Und ich brauche neue Beinrüstung. Mir ist aufgefallen, irgendwie ist meine Beinrüstung nicht mehr da nach dem Next-Gen-Update. Das ist das Einzige, was mir so aufgefallen ist, was irgendwie komisch ist. Dass die irgendwie weg ist.
Und ich habe aber auch keine gute mehr. Oder müssen uns eine kredenzen an der Werkbank? Das wäre natürlich auch was. Das Leben eines Detektivs ist nicht leicht, aber es ist selten langweilig. Oh, an der Achterbahn wäre ich aber gerne gefahren, Leute. Hier kommen wir natürlich nicht durch. Hinten gab es ja noch eine Treppe. Ja, da wäre ich gerne mitgefahren. Also ohne Frage. Achterbahn des Todes, sage ich nur. Aber geil, wie das aussieht, oder? Wie beleuchtet, wenn die beleuchtet ist. Geile Sache. Ja. So viel Blutspratze hier überall. Und die ganzen Jürgens und Thomas und Ottos liegen alle in den Kammern drin. Oh! Frei auf einen Streich! Lebt noch einer. Oder? Hä? Wo bist du, Nick? Ach, das war die Treppe, die nach oben ging. Okay, hier kommen wir rein. Mitarbeiterschlüssel. So. Oh, Sam Teller. Oh nein, ich find's doof. Ich find's doof, dass die tot ist. Und dass die alle tot sind. Sams Aufzeichnung gucken wir uns auch an. Ja, wenigstens hat er Schnapsglas dabei gehabt, da konnte sich vorher nochmal richtig schön... Der Staubmantel ist geil. Da konnte sich nochmal richtig schön einen reinkredenzen, bevor es dann hässlich geworden ist. Am besten ist ja dann auch tot trinken, oder? Einfach immer weiter saufen, bis die Kotze sauer schmeckt. Ja. Aber da brauchst du eben doch den ganzen Alkohol. Oh, und der ist mit dem Schädel eingerastet. Volles Produkt. Tja, so kennt man ihn, den guten alten Silvio. So, was ist da unten? Och, nee, ich dachte, das wäre gerade so eine Waage gewesen. So, das ist ja nur der Rückweg. Oh, den nehmen wir noch mit. Und hier tun wir mal gleich für ein bisschen Rauch sorgen. Da kommt jemand. Ah, da ist der Letzte. Ah, noch ein, was? Woher? Ich will sie ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Die Frage ist, geht es jetzt hier wirklich gar nicht mehr weiter? War's das? Das war's doch nicht, oder? Oh ne, hier geht's. Oh geil, jetzt gucken wir uns erstmal Sams Aufzeichnung an. Müsste der hier auch gleich kommen? Ach, Sean's Holoband. Sean. Schön, Sean. Sams Aufzeichnung. Vielleicht hat Sam. Ja, Sam hat mehr geschrieben. Blutwürmer, ich hätte wissen müssen, dass sie hier unten nisten. Haben sich durch die Erde gegraben und uns angegriffen. Ist nur noch eine Frage der Zeit. Die werden mich nicht kriegen, weder Würmer noch Raider. Ich werde abtreten, wie ich es will. Mein Name war Sam Teller. Ich leitete Karawan und machte in New Covert jahrelang gute, ehrliche Geschäfte. Ich kämpfte gegen die Raider. Ich führte die Unterschlüpfe an. Jetzt musste ich zweimal lesen. Ich war Mutter, Ehefrau, Schwester und Tochter. Sei verdammt dafür, dass du mir das alles weggenommen hast. Ja, das scheinen gute, ehrliche Leute gewesen zu sein. Muss man jetzt an dieser Stelle auch mal sagen. Doppelläufige Schrotflinte, Hammer. Ja. Ricky Stenicki, Leute. Guckt euch den Film an, wenn ihr Komödienfans seid auf Amazon Prime. Ist ein lustiger Film. So, Rickys Aufzeichnung.
Wir wurden in die Mine zurückgedrängt. Keine Ahnung, wie lange wir durchhalten können. Ich höre immer wieder Geräusche. Irgendein Beben. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Möge Gott uns beistehen. Meine Güte, Leute. Das war wahrscheinlich die Königin, oder? Mit diesen Beben. Kann das gewesen sein? Steh nicht so rum. Und du auch nicht. So, hier gibt es doch bestimmt noch was. Guck mich nicht so unsittlich an. Oh, Kristallner Dekanter. Was ist das denn? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Parkmedaillon-Automat. Medaillon Matt Mulligans Minenwagen-Fahrgeschäft. Sammle ein Parkmedaillon. Ja. Gut, jetzt haben wir hier auch noch eins. New Car World. Sowie der Datenterminal. Vorkriegsgeld. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das ist bestimmt eine von den Puppen, oder? Oder einfach Nick. Nick, machst du das in Krach? Die Gessel? Ne, da war schon wieder so ein kristallner Dekanter. Keine Ahnung, was der macht. Nichts Besonderes bestimmt. So, Souvenirladen, Terminal. Hier sind die Ketten. Das ist praktisch der Rückweg. Dann gibt es ja nur noch diese Tür. Gut, hier ist es Locus. Aber nichts Besonderes hier. Hä? Obacht. Was gibt's hier? Klemmbrett. Ein paar Marken. Moni. Sehr gut. Einsteiger, Entsperrung. Kriegt man natürlich locker hin. Schön. Nehmen wir auch mit, aber Rüstungsteile sind hier natürlich rar gesät. Plasmakartusche. Ja, aber Muni ist wichtig, vor allem die 5mm Muni. Mob, nehmen wir auch mit. Ich will jeden Mob in dieser Welt sammeln. Stimpak Redex. Das war's, oder? Ja. Gut, da haben wir unseren kleinen Loot noch gesammelt. Hier ist noch das Souvenirladen-Terminal. Inventar, Dienstplan, Ankündigung, Sams Aufzeichnung. Ach, cool, von Sam Aufzeichnung. Inventar. Genau, das ist das Zeug, was drin war. Dienstplan, Ankündigung. In diesem Jahr können Sie sich an Halloween nicht freinehmen. Es wird erwartet, dass alle Mitarbeiter für mindestens eine Schicht am Tag zur Verfügung stehen. Zur Erinnerung, es wird eine zusätzliche Mitternachtsschicht im Dienstplan eingeführt. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese um Mitternacht nach Hause gehen kann. Das bedeutet, dass wir um Mitternacht schließen. Die Schließer müssen bis längstens 2 Uhr bleiben. Die Geschäftsleitung. Oh, ist ja krass. Also waren die auch noch alle an Arbeit, als sie gestorben sind. Na, Prost, Mahlzeit. Ich meine, die wären so oder so wahrscheinlich gestorben. Aber dann an der Arbeit zu sterben, ist, glaube ich, nochmal was anderes als zu Hause mit seiner Familie oder mit seinen Freunden oder mit seinen Lieben. Das ist nochmal eine andere Sache. Das ist schöner, denke ich mir. Wobei, schön. Ihr wisst, was ich meine. So, Sams Aufzeichnung, Eintrag 1. In Yucatown wimmelt es von Raidern. Terry dachte, Drylock Gulch wäre die beste Wahl, also verkrochen wir uns im Minenwagenfahrgeschäft. Bisher ist hier keine Verstärkung aufgetaucht. Ich hoffe, die Jungs, die zur Galactic Zone gelaufen sind, sind besser dran. Ach, da waren wir noch nicht in der Galactic Zone. Wir können es uns nicht leisten, uns noch länger rauszuhalten. Ich höre die Schreie der armen Teufel, die es nicht geschafft haben. Coulters Raider sind nicht mehr weit weg. Wir müssen tiefer in die Mine vordringen. Ricky ist dagegen. Er behauptet in der Dunkelheit irgendetwas zu hören. Aber wir müssen das Risiko eingehen. Wenn wir hier draußen bleiben, sind wir tot. Da drin haben wir vielleicht eine Chance. Oh Mann, diese armen Teufel, Leute. Die tun mir richtig leid. Ich glaube, die sind richtig cool gewesen. Terry, Ricky und Sam waren, glaube ich, richtig Bombenfrauen. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, Bombentypen, Bombenfrauen, einfach Bombenmenschen.
Ach, schade. Schade um die, muss ich ganz ehrlich sagen. Das nimmt einen dann schon immer so ein bisschen mit. Weil ich glaube, die hätten mir ja gut helfen können. Oh, guckt euch das grüne Gras an. Grüner geht's nicht mehr. Grüner wird's nicht mehr. So, und ich dachte, ich komme hier irgendwo hoch, Leute. Komm mal hier hinten hoch. Ah, nee, da ist eine unsichtbare Mauer, oder? Ah, hier kommen wir. Ja, zumindest so ein kleines bisschen, aber... Geronimo! Oh, geil. Ja, hier kommen wir so ein Stückchen hoch. Ach, Nuka World. Ich mag dich, Nuka World. Du bist so schön, Nuka World. Ach, und das war's erstmal, meine lieben Freunde, mit Fallout 4 im Next-Gen-Update auf der PS5 mit Mods. Und im nächsten Part geht's natürlich weiter. Ich hoffe, euch hat dieser Part sehr gut gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, schreibt was Nettes, irgendwas Geiles. Wie findet ihr das Next-Gen-Update? Crasht es bei euch sehr oft? Stellt mir irgendwelche Fragen, bittet um Hilfe, ich bin da für euch. Denn ich bin euer Affenkönig Dämlich. Macht's gut. Ciao.